Willkommen zu Talk mit. Mein Name ist Andy Wolf und es freut mich rüdig, dass wir heute mit dem süßesten Mann, wenn man so will, einen Talk machen dürfen. Und zwar mit dem Schocki-Baron, mit dem Markus Eschbach von Eschbach Chocolatier in Rot. Markus Eschbach, warum sind Sie in die Schocki-Branche? Ja, das ist ein Grüezi miteinander. Das ist natürlich von der älteren Seite her, als ich dann die HWV fertig hatte und der Vater gefragt hat, ob ich das Geschäft eintreten will. Das ist eigentlich eine Familiengeschichte, eine Familientradition auch, dass man im Schocki-Bereich weitermacht. Meine Kinder sind jetzt auch im Geschäft. Das ist noch ein reines Familienunternehmen in dem Sinne. In 72 hat der Papi Eschbach Chocolatier ins Leben gerufen. Aus was für Inspirationen? Ja, der Vater ist Konfisseur von Beruf. Muss auch sagen, die Eltern haben sein Leben gerufen. Also man muss immer fokussieren auf den Vater. Es braucht immer eine starke Frau hinten dran. Konfisseur war dann für Züschar unterwegs, um die Konditor, Bäcker usw. zu beraten, was man mit der Züschar-Kuvertüre alles anstellen könnte, feine Rezepte. Und hat dann herausgefunden, dass ein Markt um ihn ist für Fertigprodukte, sprich Praline, Trüff, Ostras usw., wo die Konditor dann bei uns einkaufen, heute noch bei uns einkaufen und unter eigenem Namen weiterverkaufen. Das ist das heutige noch immer ein Kerngeschäft, das sogenannte White Label. Das heisst, wir treten eigentlich sehr selten unter dem eigenen Namen auf. Und dann ist es weitergegangen. Im 78 hat man dann quasi das ein bisschen mitgenommen und ist auf Cham von Zug aus. Ja. Und nachher der grosse Schritt vor 4 Jahren, auf Rot. Ja. Ist es immer klar gewesen, dass man da irgendwo das Ganze auffährt? Nein, es ist nicht so klar gewesen. Klar, man hat immer ein Wachstumsziel. Wir waren aber zu Cham eingemietet. Wir haben dann dort auf 3 Stück produziert. Also auch, organisatorisch, ökonomisch schwierige Verhältnisse zu Cham, auch ökologisch, weil wir müssen doch kühlen und wärmen, das ist das Business. Und haben dort in einem, ja, damals um 34 alten Gewebebau mehr oder weniger das Geld zum Fensterhaus gegeben mit der Klimatisierung. Und haben dann uns entschieden, weil wir auch immer mehr Miete gezahlt haben, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr gestimmt hat, dass wir mal umschauen nach einem Stück Land, das wir uns leisten können und dort einen Neubau anstreben. Das war dann eigentlich das Ziel, einfach neu organisieren. Ökologisch sich besser aufzustellen, das war das Ziel des Umzugs. Es ist ein grosses Gelände und ein grosses Gebäude, das jetzt hier in Rot steht. Ist es heute, 4 Jahre später, länger es noch? Oder haben wir inzwischen wieder einen Schritt drauflegen? Ja, also ich muss sagen, wir haben ja den Umzug, wie gesagt, aus produktionstechnischen Gründen geplant. Und wo wir natürlich das Landstück in Rot gefunden haben, mit der fantastischen Infrastruktur, sprich eigene Bahnhaltestelle, mehr oder weniger. Ja, ja. 2 Autobahnen und Ausfahrt in unmittelbarer Nähe. Wir haben uns entschlossen, eigentlich noch die Schocki-Welt darauf zu machen, die Schocki-Events zu erzählen, mehr Geschichten um die Schocki herumzubauen. Das ist auch rein wegen dem Standort Rot, weil wir natürlich dort der Hauptachs vom Tourismus sind, entstanden, damit wir dort noch Zusatzgeschäfte generieren können. Mit dem Standort natürlich, auch mit unserem Produkt. Tatsächlich ist es so. Wir haben zwar noch rund 4'000 Quadratmeter Reserveland. Ja. Sind wir bereits jetzt wieder eingemietet, glaube mit rund 200 Palettenplätze Lager, weil wir einfach wachsen und noch nicht wollen ausbauen. Aber Palettenplätze Lager wird knapp, das ist so. Ja. Was macht es aus, was das Eschbach Chocolatier so im stetigen Flow ist? Ja, ich glaube, es ist natürlich mit dem Umbau, mit dem Neubau ist natürlich ein richtiger Drive reinkommen ins Ganze. Es ist ja fast ein Selbstläufer. Man hat plötzlich viel mehr Kunden, die sich interessieren für einen, auch Grosskunden. Weil man halt in einem Neubau drin ist und dort eine absolut top State-of-the-Art-Produktion hat. Eben auch der ökologische Fußabdruck, der plötzlich für Grosskunden interessant wäre und wir können bieten. Da gibt es mittlerweile in der Lebensmittelbranche neue Trends wie Food Defense. Das heisst, man muss garantieren, dass nicht irgendein Taliban bei uns in den Keller abschleicht und dort Sabotage betreibt. Das ist fast so sicher wie eine Bank mittlerweile. Also, ja. Vielleicht auch, weil man Schocki-Geld produziert. Darum. Nein, das sind so Haufen Trends und Anforderungen, die wir jetzt mit dem Neubau natürlich gerecht werden können. Gerade gegenüber von Grosskunden, die internationale Kunden haben, die verlangen auch von ihren Lieferanten, dass sie die Top-Level-Geschichte erfüllen können. Und sonst liefern wir einfach nicht. Und das ist halt der Punkt. Ja. Schweiz und Schocki, klar, das ist gehört zusammen. Das ist auch ein Markenstück oder ein Brand, das man rausträgt, weltweit. Wenn man aber ein bisschen schaut, so die grossen Schokolatiers wie Gaillé und Linder Sprüngli, die kommen irgendwie aus dem 1800, weiss ich was. Ihr seid im 72 eingestiegen. Was ist der grosse Unterschied? Also, das sind Pionier von der Schocki-Herstellung, sage ich mal. Ja. Also, ich habe vorher Süschar erwähnt, wo der Vater gearbeitet hat. Das war auch ein ganz grosser Brand. Lind, Süschar,
Geier, das sind so die grossen Namen. Wir sind natürlich nicht die Produzenten von den Bohnen aus, wir sind die sogenannten Veredler. Das heisst, wir stellen aus dieser Schocke, die uns angeliefert wird, dann unsere Produkte her. Oder nach Kundenwunsch erfüllen wir dann, was die wollen. Das heisst, unser Know-how liegt eigentlich in der Füllung, in den Interieuren der Praline. Dort ist unser Know-how verborgen, also die ganzen Rezepturen von unseren verschiedensten Produkten. Das ist das eine. Und das zweite ist die Verarbeitung der Schocke, die auch ein gewisses Feingefühl braucht, weil es halt doch ein Naturprodukt ist. Ist nicht jede Charge gleich. Luftfeuchtigkeit, Temperatur ist immer wieder ein Einfluss. Und wenn man schlussendlich eine super schöne Schocke will, glänzend, einen guten Bruch will, dann muss man das alles beherrschen. Also die Verarbeitung ist noch Kunst für sich, nicht nur die Herstellung der Gackenbohnen. Das klingt extrem nach einer Wissenschaft, Schocke machen. Das klingt nach Emotion. Wissenschaft ist technisch, Schocke ist Leidenschaft, ist Emotion. Das sind, was ist eine gute Schocke? Ja, das entscheidet der Konsument selber. Wir können möglichst frisch sein, dass die Aroma noch voll entfaltet zur Geltung kommen. Und die besten Zutaten verwenden, also Piemonteser, Haselnüsse, Frischrahm und so weiter. Die besten Zutaten, und das sind eigentlich die Komponenten für ein gutes Produkt. Aber nachher hat man natürlich den Gaumen vom Konsumenten. Der eine sagt, ich habe lieber dunkle Schocke, ich habe lieber bitter, ich will lieber süß. Da können wir nicht mehr viel beeinflussen. Klar, über Geschenkpackungen haben wir natürlich die Möglichkeit, einen kleinen Einfluss zu nehmen. Aber wir versuchen einfach top frisch zu sein, top die besten Ingredienzen zusammenzufügen zu einem super Rezept. Und dann glaube ich, gewinnen wir das Herz von jedem Schocke-Freund. Wenn man das Auto anschaut, das hat sich in den letzten 40 Jahren extrem verändert. Ja. Wie ist es bei der Schocke, wenn wir jetzt schauen, von 72 bis Jahr 2016 bei euch? Also von der Technologie? Ja, nein, mehr auch von der Schocke als solches. Also ja. Ist dort eine Veränderung um überhaupt? Weil ja, das ohne wird ja noch gleich sein wie früher. Ja, ich glaube, das sind Trends. Also man hat eben ganz klar auch wissenschaftlich bewiesen, dass dunkle Schocke gesund ist. Also je höher der Kakao-Anteil, umso gesünder lebt man, umso gesünder kann man geniessen. Und dann so die Trends wieder mit Zutaten. Wir machen jetzt zum Beispiel mit einem Chili, der im Tropenhaus Wollhausen abgebaut wird, regionale Spezialitäten. Das heisst, wir verarbeiten den Chili in Jockey rein und erzählen Geschichten um Jockey. Wir haben Destillateure, die Edelbrand herstellen, die uns den Schnaps liefern oder Edelbrand liefern und wir ein Stängel daraus machen. Zugekirsche. Kirsche zum Beispiel, Whisky, Cognac, Damassin. Ja. So Geschichten kommen immer wieder. Trends, Regionalität, wo man heute sagt, das ist der neue Megatrend über Bio. Man will wissen aus der Region, man will wissen, wer stellt es her, man will transparente Produktion. Da spielt uns natürlich alles in die Hand mit unserer Schocke-Welt. Man kann zuschauen, wie die Schokoladiers arbeiten, wo regionale Produkte zum Einsatz kommen. Das sind so die Sachen. Aber sonst, ich denke, der Milchschokoliebhaber wird der Milchschokoliebhaber und probiert vielleicht einmal eine dunkle Schocke aus mit einem feinen Glas Wein oder mit einem Rum oder Whisky. Und so die Generation Y, die heute wissen will, was ist rundum, was ist spannend. Man kocht wieder selber, man kommt zurück zu diesen Savoir-Vivre, sage ich fast. Man merkt, es hat einen anderen Geschmack. Das ist ein Lifestyle im Fall. Ja, absolut. Ja. Absolut, ja. Da haben wir ein paar Klassiker. Ich wäre froh, wenn Sie mir da drei an der Zahl ziehen und mir sagen, was Ihnen da durch den Kopf geht. Was geht es zu gewinnen? Ja, nicht viel. Vor allem haben wir jetzt den Tantan-Team und Struppi. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie da... Belgien ist ja auch Schockeland. Ja. Nein, da kommt mir natürlich, ich bin jetzt Neuburg aufgewachsen. Darum bin ich ja Neuchâtel Xamax-Fan und nicht FCL, oder natürlich jetzt FCL, weil Xamax in der Nazi-WM damals noch gesagt ist. Ja, das ist natürlich, so bin ich aufgewachsen, das sind die Comics, die ich gelesen habe. Tintin ist natürlich das Französische, Tim und Struppi Deutsch. Das ist ein Stück Kindheitserinnerung, wie sie die zweite Primarschule in Neuchâtel aufgewachsen haben. Sehr schön, ich wusste, ein Billett. Mit Belgien-Schocke, das nicht zu tun. Okay. Da hätten wir. Gut, auch ist etwas, das eine Jugend kann prägen kann. Schellenursli. Schellenursli, ja. Ich denke, ein Stück Heimat. Wie Schocke. Schocke ist ein Stück Heimat. Ich glaube, für viele Auslandschweizer auch. Wenn du besuchen gehst, nimmst du selber Aromat und Schweizer Schocke mit. Wahrscheinlich, das meiste vermissen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir so Brüche aufrechterhalten, dass wir zu unseren Traditionen und auch zu unseren kulinarische Vergangenheit stehen und das ist sicher Schellenursli, wo glaube auch wieder gewissen Produkten genutzt wird, wie das Heidi und so weiter. Ja. Ist sicher das Thema, ja. Dann noch die dritte Karte, mal schauen, ob es das mal keine Comicsfigur ist, weil es hat nicht nur Comics. Jetzt haben wir immer den Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ja. Schwierig jetzt. Casablanca hätte ich noch gewusst, oder? Ich bin nicht der grosse Kinogänger, aber das sind natürlich Klassiker. Eben. Klassische dunkle Schocke, klassische Milchschocke, wir sind immer wieder Klassiker angenommen.
ja, sicher eine Ikone von der damaligen Zeit. Also sagen Sie nicht den Kinogänger, wo trifft man Sie da an, wenn Sie quasi als Markus Eschbach privat unterwegs sind? Ich bin gerne unter Leuten. Fußballmatch, Hockeymatch, das kann Fasnacht sein, das ist ja, vielleicht mal ein Konzert. Aber es will eigentlich mit Freunden, mal bei einem Jass, mal auf der Gasse, mal neue Leute kennenlernen. An einer Bar stehen ist sicher auch ein Thema. Und auch geniessen natürlich. Das ist ein gutes Glas Wein, ein schönes Essen. Mit Freunden diskutieren, philosophieren, das ist schon die Geschichte. Sie waren selber Fußballgoalie. Fußball ist sicher etwas, was Ihnen gefällt. Haben Sie heute noch die Möglichkeit, eben als erfolgreicher Unternehmer überhaupt Sport zu machen? Weil von lauter Schocke essen, muss man ein bisschen schauen, was ausgeht. Ja, ich weiss nicht, wo die Kamera wie weit anpassen geht, aber man sieht eigentlich, ja, das sportliche Feld sicher zu dem, wo ich damals war. Kampfgewicht irgendwo durch bei 90 Kilo, heute sind es ein paar Kilo mehr. Aber nein, ich habe noch jahrelang Junioren trainiert. Aber jetzt mit dem Geschäft, mit dem Aufbau, es war ein komplett neuer Aufbau mit dem Umzug nach Rot. 18-Stunden-Tag mit Abendveranstaltung, Event, Leute begrüßen bei uns im Geschäft, ist das einfach aktiv gar nicht mehr drin gelegen. Und als Goalie, ich muss sagen, irgendwann mit der Abseitsfalle stellen und ich da immer das Leben riskieren, innen. Ich muss sagen, Goalie-Karriere ist vorbei. Und darum, heute bin ich Passiv-Zuschauer. Wenn wir auf Reisen gehen mit Kollegen in Städtereisen machen, Madrid, Barcelona und so weiter, dann ist sicher ein Fußballspiel dabei. Das ist sicher so. Sie sind noch gerne auch in Mallorca. Das ist so eine Insel, die Sie ein bisschen fasziniert. Ist dort, weil einfach weil es ein weniger Schock gibt und man ein bisschen besser ablenken kann, was reizt Sie nicht? Oder wie vielleicht? Ja. Ja, nein, es ist eine extrem facettenreiche Insel. Oder? Viele kennen nur den Ballermann, das ist ein Quadratkilometer. 48 Lostourismus, aber natürlich fantastische einsame Buchten. Es hat extrem schöne Restaurants, sehr guten Wein. Und für mich ist natürlich, weil ich nicht lange in die Ferien gehe, sondern immer Kurztrips mache, ist natürlich der Transfer ist für mich fantastisch. Man hat 3-4 Flüge pro Tag. Man kann entscheiden, wenn und wo. Und wenn man mit den Kollegen abmacht, der eine kommt am Donnerstag, geht am Samstag, die kommen zum Mittwoch, gehen am Sonntag. Es ist immer wie eine familiäre Atmosphäre, das Ganze ermöglicht eigentlich jeden mit einer Kollegenreise mitzumachen. Und kulinarisch wie eben philosophieren, am Meer sitzen, da kann ich eigentlich Wellness für Männer betreiben, sagen wir mal so. Wie wichtig ist Ihnen das noch? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Funktion ist, eben, jeder zweite Endweg gratis Schocke und so, wo man sich da irgendwo noch ein bisschen abgrenzt, dass man wirklich eben gute Freunde, einen guten Kern hat, wo dann nicht nur mit Schocke immer ein Thema ist, sondern was man eben auch über Gott und die Welt kann reden. Ja, ich glaube, das ist für jeden Unternehmer oder für jeden Menschen allgemein wichtig, dass man einen guten Freundeskreis hat, einen Kollegenkreis hat, die vielleicht Geschäfte haben, auch im Lebensmittelbereich, wo man sich austauscht, einen guten Kollegen im Bereich Käse, der ähnliche Problematiken hat, auch vom Lebensmittelgesetz her, der immer mehr Forderungen gestellt und mehr Forderungen stellt, wo man zum Teil zusammenarbeiten kann, obwohl es nicht das gleiche Produkt ist, aber ähnliche Problematiken sind. Der Austausch stattfindet, das ist für mich extrem wichtig. Ja. Wenn man in der Schoggi-Produktion daheim ist, ist man dann automatisch auch ein guter Koch. Haben Sie noch Affinität dazu? Es gibt sehr viele Koche, die noch zusätzlich Confiseur gemacht haben. Oder umgekehrt, Confiseur, der zusätzlich Koch gemacht hat. Also gerade unser Operativgeschäftsführer, mein Geschäftspartner, hat zuerst Koch gelernt und dann Confiseur. Es liegt halt sehr nah beieinander. Oder? Es liegt ganz nah beieinander. Auch der Koch selber, Patissier, Confiseur, Koch. Das ist absolut so. Und heute wird auch vielfach Schoki Kakonips in der Küche verwendet. Ja. Als spannendes Aromazusatz in gewisse Speisen. Ja, das ist sicher sehr nach. Was man bei Ihnen merkt, Sie sind sehr ein aktiver Macher, eine aktive Persönlichkeit. Jetzt zuletzt gibt es inzwischen auch so Schoki Greiz. Also da kann man die eigene Visitenkarte noch zu Schoki machen. Ist das ein wichtiges Fundament, dass er nicht stehen bleibt, dass es weitergeht? Oder aus was für Gründen haben Sie sich jetzt auch diese Firma noch auf Rot geholt? Quasi? nein. nein, ich glaube, es ist auch wichtig, obwohl Schoki sehr ein traditionelles Produkt ist und unser Handwerk ja heute nicht mit einem grossen technologischen Wandel untersteht. Es ist immer noch kühlen, wärmen, gießen, temperieren, die klassischen Prozesse. Ist für mich ein Thema, das man eigentlich muss im Auge behalten, sprich Online-Handel, Online-Markt, Thema virales Marketing. Für uns ist das ein kleines, aber herziges Tool, um uns unseren Namen, unseren Brand in die Welt zu transportieren. Auf eine Art virale Geschichte, weil wenn Sie
das verschickt einem Kollegen, wenn es jemandem schickt, der gerne Jockey hat, und wir können unseren Namen mit transportieren. Am Schluss hätte ich noch entweder oder Frage. Ich wäre froh, Sie sagen mir das oder das. Und warum? Zum Beispiel KKL oder Bundeshaus? Schwierig, ja. Nein, ich sage mal KKL. Ich bin kein Politiker. Ich würde mich da gerade nicht fest enervieren. Nein, KKL ist gut. Da haben wir Luzerner Zug. Oh, jetzt ganz schön. Ich bin zu rot. Herzzug, liebe Luzern. Und zum Schluss vielleicht noch, damit das funktioniert, FCL oder EVZ? Damit wir es noch ein bisschen. Ja, wir haben es vorher gesagt, ich bin Fußballer und da ganz klar FCL. Ja. Und beim EVZ aber auch, ja, glaube ich, engagiert und auch so. Auch Sponsoring, engagiert als Zucker, ist klar. Eben. Da ist man sicher im EVZ-Umfeld. Dann danke für mal Besuch und gebe Ihnen gerne schokino.ch. Und was für ein Zufall, auch das kommt aus dem Haus. Ja. Ist das jetzt auch so ein Auftrag, wo Sie sagen, da machen wir Jockey, aber schlussendlich ist mit dem Dave Avoli jetzt da in dem Fall ein Mann dahinter, der das dann schlussendlich unter die Leute bringt? Das ist genau so ein typisches Produkt, wo jemand eine Idee hat und er will realisieren. Das ist sein Brand. Er hat die Idee gehabt, vermarktet es unter ihm, sucht einen Produzenten, der ihn da unterstützt, das zu realisieren. Da sind wir sicher die Richtigen für das. Dann gebe ich Ihnen das gerne mit und dann noch unser Gästebuch. Dann wünsche ich Ihnen und der ganzen Familie, die hinter Eschbach steht, natürlich alles Gute. Toi, toi. Danke für den Besuch, Markus Eschbach. Ich bin und bleibe Randy Wolf. Danke mal fürs Interesse und uns würde es natürlich freuen, wenn ihr uns würdet liken auf Facebook oder natürlich auch auf YouTube. Dann unseren Talk mit anschauen. Gute Zeit!